Wenn du vor der Frage stehst, dich selbstständig zu machen oder du bist schon selbstständig, willst erfolgreicher werden, dann stellt sich auch die Frage, ob du Häuptling oder Indianer sein willst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Institut für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung. Wir helfen jedes Jahr eine ganze Reihe von Menschen dabei, ihr Unternehmen zu starten oder es erfolgreicher werden zu lassen. Und ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Frage, wie du dich selbst siehst, wo du deine Aufgabe siehst und inwieweit du aber auch bereit bist, anderen Menschen zu dienen. Nun, was ist nun der Unterschied zwischen Häuptling und zwischen Indianer? Nun, ein Indianer ist in der Regel Mitglied in einem Stamm und dieser Stamm, der wird geführt von einem Häuptling. Das will ich einfach mal hier durch dieses kleine Dreieck anzeigen, dass der Indianer in der Struktur in einem Organigramm eines anderen Häuptlings, eines Stamms eingebunden ist. Das ist ein relativ leichtes Leben. Man sitzt dort in einer Nische, man muss sich nicht viel Gedanken darüber machen, wann der Winter kommt oder ob der Stamm verteidigt werden muss oder wie die Regeln sind, wenn es Konflikte in den Stammesmitglieder-Gesellschaftsbeziehungen gibt. Man hat nicht so besonders viel Erfahrung und auch nicht so besonders viel Verantwortung. Wenn du dich aber selbstständig machst und du bleibst in dieser Indianerposition in einer Nische und hast nur Verantwortung für dich selbst übernommen und interessierst dich für die anderen, für einen Stamm nicht, nun, dann wird auch dein unternehmerischer Erfolg direkt davon abhängig sein. Denn den Stamm, den du aufbauen wirst, wo du Häuptling für wirst, das sind verschiedene Stämme. Auf der einen Seite ist es so natürlich, dass du deine Kunden gewinnst und führst. Das bedeutet, dass du als Unternehmer zumindest in einem Stamm der Häuptling wirst, nämlich für deine Kunden und auch für die Personen, die noch nicht deine Kunden sind, für deine Interessenten, deine Leads. All diese Menschen wollen von dir verstanden werden, sie wollen geführt werden, die haben Fragen an dich, sie folgen dir in deinem Verkaufsprozess und auch später, wenn du die Dienstleistung oder das Produkt vermittelst, dann folgen diese Menschen, die sind dann Indianer in deinem Stamm der Kunden. Und du bist der Häuptling. Den zweiten Stamm, den du als Unternehmer dann gründest, nun, das ist die große Gruppe deiner Multiplikatoren. Das können Geschäftspartner sein, das können aber auch einfach Menschen sein, die auch Kundenkontakt haben, die von dir geführt werden wollen, die von dir informiert werden wollen. Menschen, die du betreust und bei denen du dich auch bedankst, die dann zu deinem geschäftlichen Netzwerk gehören. Nun, wenn dein Unternehmen wächst, dann kommt ein drittes Team hinzu, ein dritter Stamm. Dieser dritte Stamm, das sind dann deine Teammitglieder, deine Mitarbeiter, deine Geschäftspartner. Das sind alles Menschen, die dann mit dir gemeinsam an deinem Vorhaben arbeiten. Und wenn du nicht in der Lage bist, Verantwortung zu übernehmen als Häuptling, nicht nur in deinem kleinen Kontext zu denken, sondern das große Ganze im Blick zu haben, Ziele zu setzen, Visionen zu entwickeln, Pläne zu machen, zu kontrollieren, voraussorgende Entscheidungen zu treffen, Konflikte zu klären. All das ist das, was ein Häuptling ausmacht. Und dieser Häuptling wirst du auch in diesem dritten Stamm. Nun, und je größer dein Unternehmen wird, desto mehr Kontakt hast du auch zu sonstigen Behörden oder zu anderen Einrichtungen. Das bedeutet, dass du in dem gesellschaftlichen Netzwerk, wo du eingebunden wirst, auch rechenschaftspflichtige Beziehungen hast. Finanzreports hast, Steuern zu melden hast, Zulassung, Antragstellung, Meldung zur Krankenversicherung zu machen hast. Du hast also als Häuptling Verantwortung für alle Bereiche und für alle Menschen. Ich lade dich also ein, nicht nur an dich selbst zu denken, sondern Verantwortung zu übernehmen für viele Menschen. Das bedeutet nicht viel zu reden, das bedeutet mehr Fragen zu stellen und zuzuhören. Und von jedem einzelnen Indianer aus deinem Team die Informationen aufzunehmen und zu überlegen, welche Entscheidung hat auf die Person welche Auswirkung? Stell dir vor, du hast in jedem Netzwerk nun vielleicht 5 oder 50 oder 500 oder 5000 Personen drin, dann bedeutet es, Häuptling zu sein, deine Entscheidung so zu treffen, dass sie die beste Entscheidung ist, auch für alle anderen Personen in deinem Netzwerk. Wenn du Fragen hast bei der Unternehmensführung, bei der Persönlichkeitsentwicklung, bei der Entwicklung vom Indianer mehr zum Häuptling und auch die Kommunikationsverbesserung nutzen willst durch Coaching oder durch Persönlichkeitstest, mehr auch lernen willst zu unterscheiden, wie die einzelnen Persönlichkeitstypen denken und funktionieren, nun, da kannst du gerne einen Gutschein runterladen für ein kostenfreies Erstgespräch. Du kannst unseren Kanal abonnieren oder uns gerne weiterempfehlen. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen.
Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.